Sie sind hier, 2. November 2018, 22.33 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Neapel-Stürmer Dries Mertens hat im Spiel gegen Empoli 2 Tore erzielt. Urheberrecht Getty Images. Der SSC Neapel ist dank Dries Mertens wieder erster Verfolger von Juventus Turin. Im Heimspiel gegen Empoli gelingen dem belgischen Stürmer gleich 3 Tore. Erfolgreicher Abend für den SSC Neapel. Im Heimspiel gegen Empoli durfte sich das Team von Trainer Carlo Ancelotti über einen 5:1-Sieg freuen. Vor allem für Stürmer Dries Mertens gab es einiges zu feiern. Der Belgier durfte gleich 3-mal seinen Torjubel auspacken. Anzeige, der ZN gratis testen und die Serie A live. Der Anschlusstreffer von Empoli kurz nach der Pause brachte nur kurz die Hoffnung auf eine Wende. Bereits 6 Minuten später schlug Dries Mertens erneut zu und bereitete endgültig den Weg für einen Neapel-Erfolg. Neapel erster Juve-Verfolg. Aaron der 90. und 93. Minuten sorgten Arkadiusz Milik und erneut Dries Mertens für den Endstand. Die Tabelle der Serie A. In der Tabelle der Serie A ist Napoli damit wieder erster Verfolger von Juventus Turin. Mit 25 Punkten liegt die Mannschaft von Carlo Ancelotti nur 3 Punkte hinter Spitzenreiter Juve. Mit weiteren 3 Punkten Rückstand folgt Inter Mailand auf Rang 3. Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.